Hallo miteinander. Heute seht ihr mich tatsächlich mal. Ich brauche heute das Stativ, weil ich zwei Hände brauche, um euch zu zeigen, was es hier in Ottmarsheim im Rathäusle zu sehen gibt. Ihr kennt doch sicher den Ausdruck hinter Schloss und Riegel bringen. Und hier können wir noch ganz anschaulich sehen, was das bedeutet, hinter Schloss und Riegel. Hier wird mit dem Schlüssel erstmal aufgeschlossen, dass man den Riegel öffnen kann. Und dahinter verbirgt sich unser Burle. Burle, das kommt aus dem Französischen. Burlesque ist närrisch. Und früher hat man ins Gefängnis nicht nur die Straftäter eingesperrt, sondern auch die Narren. Die kamen ins Narrenhäuslin, damit sie sich selbst und andere nicht gefährden konnten, wenn man sie nicht beaufsichtigen konnte, weil man zum Beispiel auf dem Feld arbeiten musste oder andere Arbeit zu tun hatte. Dann hat man die weggeschlossen. Oder wenn sie keine Angehörigen mehr hatten. Zum Glück ist es heute anders. Und Strafvollzug war das im wahrsten Sinne des Wortes. Es war wirklich nur das Notwendigste da, denn es sollte eine Strafe sein, hier eingesperrt zu sein. Es gab einen Ofen, allerdings war der nicht innen zu öffnen und nachzuschüren, sondern konnte nur von der anderen Seite der Wand aus bedient werden. Da hat man ein bisschen reingeschürt, damit die Leute hier drin nicht erfrieren. Das war ja nicht der Sinn der Sache. Aber sie sollten auf keinen Fall selber ans Feuer kommen können, damit sie kein Feuer legen konnten. Hier gibt es eine Pritsche, auf die man hinliegen konnte zum Schlafen. Ja, die ist jetzt nicht so appetitlich. Wahrscheinlich hat da auch der eine oder andere Trunkenbold drin gelegen. Und hier gibt es die Toilette. Nichts mit aufschließen und rausgehen. Ein Nachttopf. Toilettenpapier. Dazu hat man die Zeitung verwendet. Ich guck mal nach dem Datum. 1894. Richtig antikes Toilettenpapier haben wir hier. Das Fenster ganz weit oben und vergittert. Dass hier so einige Trunkenbolde ihren Rausch ausgeschlafen haben, das lässt sich auch aus der Graffiti schließen. Und die Leute waren empört. Manche waren wohl tatsächlich drei Tage hier eingesperrt und haben dann für jeden Tag ein Kreuz gemacht. Zwei französische Kriegsgefangene wurden hier während des Ersten Weltkriegs auch mal eingesperrt. Ob zur Sicherheitsverwahrung oder als Strafe, kann ich heute nicht mehr sagen. Ja, und in der Gerichtsordnung und im Dorfrecht für Ottmarsheim war natürlich festgeschrieben, was eine Straftat war. Bis heute hält sich ja hartnäckig die Meinung, man dürfe sich an anderer Leute Obst bedienen, das sei Mundraub. Schon das Wort an sich sagt's ja, es ist Raub, also ist es Diebstahl. Und so wurde man früher auch für das Entwenden von Obst in kleinen Mengen zu einer Geldstrafe verurteilt. Und wenn man die nicht aufbringen konnte, dann musste man tatsächlich im Burle einen Tag brummen. Die Strafe absitzen. Natürlich hat man das dann gemacht, wenn schlecht Wetter war. Denn man brauchte ja jede Arbeitskraft bei der Ernte, bei der Weinlese und so weiter. Aber man wollte die Leute trotzdem bestrafen. Auch Fahren über einen angeblümten Acker, also jemand anderem einen Schaden zufügen, wenn einem die Gäule durchgegangen sind oder die Kuh einfach mal an der Ecke abgekürzt hat und über einen eingesäten Acker, über ein Feld gefahren ist und der andere hatte dadurch einen Schaden, hatte eine Ernteeinbuße, das wurde zur Anzeige gebracht und der andere wurde gestraft und musste natürlich den Schaden wieder gut machen. Ein Fall ist mir bekannt. Ich habe da geguckt, wer einsitzen musste. Und im 19. Jahrhundert gab es tatsächlich auch eine Frau, die im Gefängnis eine Strafe abbüßen musste, weil sie nämlich gegen die feuerpolizeiliche Ordnung verstoßen hatte. Sie war mit offenem Licht in die Scheune gegangen. Und das ist natürlich mega gefährlich, wenn man einfach mit einer Kerze reinläuft, wo Heu und Stroh liegen. Ja, wenn die Kerze rausfällt, kann sofort anfangen zu brennen. Das geht gar nicht. Dafür hatte man ja die Stalllaterne erfunden. Wenn eine Scheune brennt und das breitet sich aus und das ganze Dorf abbrennt, deswegen waren wir da arg dahinterher. Ja, ich hoffe, das war jetzt für euch interessant. Ich wünsche euch einen schönen Tag.
Hey Leute, hat's euch gefallen? Dann gucke doch öfter mal in meinen Kanal rein. Oder auf meine Homepage, da hat's ein ganz nettes Programm. Bei uns ist nämlich etwas Butter.